Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Doom and Destiny Advance. Ja, ich hoffe, das war uns letzte Runde eine Lehre. Letzte Folge. Ein großes Nichts plus 22. Moment, da müssen wir jetzt mal kurz reingucken. Oh, guck mal, wir haben jetzt wirklich eine neue Zutat. Lehre, das ist ja schön. Dafür haben wir immer noch kein Essen. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles gefunden? Ich glaube ja nicht. Oder doch, irgendwelche Kräfte? War da irgendwas? Irgendwelche Kräfte? Die konnte ja nur das eine Ding da irgendwie verwenden, oder? Was haben wir da jetzt wieder wegge... Ach doch, Leerenriss. Guck mal. Kann die Verteidigung außerplanetarer Wesen durchbrechen? Dann sollte man das vielleicht irgendwo machen. So. Bekommt der Nigel das statt dem Mana-Trank, bekommt der Leerenriss. Entfernt sechsmal, okay. Ah, verstehe. Gut, okay. Na, da bin ich ja gespannt. So. Lernzelle. Maximale Kapazität von Lehre wurde erhöht. Okay, super. Das ist ja schön. So. Dann haben wir da. Ja, es ist jetzt nicht so, dass hier viel Müll rumliegen würde. Eine leere Schachtel. Das ist aber toll. Leere Schachtel bekommen wir Lernmagie. Das ist ja so schön. So, Magier. Können wir Level steigern? Nö. Mein Zauberer vielleicht mal? Nö. Mike bleibt der Ritter. Hätte der Kleriker vielleicht die Hühner opfern können? Hm. Keine Ahnung. Na egal. Lass mal so. So, Baba. Auch nicht. Ich glaube, ich kann... Oh. Ich glaube, ich kann wieder nix leveln. Francis, Schurke. Auch nicht. Okay, gut. Hätte er sein können. So. Was haben wir da denn noch? Oh, da ist ein weniger als null. Was liegt da? Liegt da eine Puppe am... Diese Wohnung, die ist echt ein bisschen ein Saustall. Oh. Huch. Wo sind wir jetzt gelandet? Um was für einen Platz handelt es sich hier und wie konntest du uns von hier sein? Die Leere, die ich hier forme, eine zusätzliche dimensionale Raum auf der Grenze der astralen Ebene. Es ist und ich warte darauf zugreifen kann, wann und wie ich will. Herzlichen Glückwunsch, aber du hast es geschafft, diesen Ort auch in eine Müllhalde zu verwandeln. Du bist das Chaos total. Das Maul halten und still sein, sonst wütend ich werde und meine Meinung ich ändere und in diesem Fall keine große Nichts erschaffen ich werde. Mach dir keine Sorgen, zumindest gibt es hier keinen Gestank. Also in meine Arbeit investieren, ihr wollt. Ah, okay. Ich würde mal sagen, wir machen hier eine Ressourcenbox, werden wir ihm geben. Ja. Das ist dann das Ding. Okay. Jungs, wir könnten einen außerdimensionalen Raum an der Grenze der astralen Ebene sein, aber Zeit ist Geld und ihr könnt investieren in meine Arbeit verbessern. Ja, komm, verbessern wir ein bisschen. Ja, komm. Ja. Gut. Okay. Sehr schön. Dann haben wir für die Lehre jetzt da auch schon so eine Ressourcenbox. Was ist das? Es summt leicht, aber es scheint trotzdem nicht zu funktionieren. Na toll, ist das kaputt. Super. Aber da ist noch eine Kiste. Das ist toll. Nehmen wir natürlich mit die Kiste. Ah, eine weitere Ressourcenbox. Sollen wir ihm noch eine Ressourcenbox da lassen? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Ah, da ist schon wieder was drin. So. Und raus da, okay. Die Leere, eine unsichtbare Kraft sie ist, welche die Universen verbindet miteinander. Und in den Räumen des Multiversums auf natürliche Weise sie vorkommt. Dennoch, während die alternativen Dimensionen vermehren sich tun, zum Verschwinden sie verurteilt sind, von kosmischer Entropie überwältigt. Jedes Mal, wenn ein Universum entsteht, etwas Leere verschwindet. Niemand um ihr Verschwinden sich sorgte. Nur mein Volk, die schwierige Lage der Leere zu Herzen sich nahm. Und zu erschaffen sie, es lernte. Okay, ja, das ist ja sehr, sehr gut. Das ist wunderbar, wie du das gemacht hast. Okay, gut. Ich bräuchte jetzt trotzdem ein bisschen reelle Nahrung. Im Hause Jota, willkommen, ich euch heißen. Bitte weggeht. Was? Okay. Also wir sind willkommen, aber sollen doch bitte weggehen. Oh, die Brieftaube. Hallo. Gut. Keine neue Post, das passt. Da hängt nur noch eine Truhe. Aber da komme ich nicht ran. Na toll. Moment mal. Nee. Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Okay.
Ach, guck mal, das war nicht ausschließend. Ich kann, dass andere Beerdigungsrunen vom blauen Trüffel noch im Universum verstreut sein könnten. Das, was gegeben ich dir habe, zu einem Cousin von mir gehörte. Ein Taugenichts er war und sein Schlag so mächtig nicht ist. Wenn Glück du hast, stärkere Geister du finden wirst mit besseren Angriffen. Okay, gut. Aber ich kann hier offensichtlich, ich dachte mir eher, dass ich, ja, vielleicht ist dann im Haus drinnen irgendwo, kam ich da vielleicht irgendwo raus? Nö, oder? Nee. Also natürlich, hier ist vielleicht da... Oh, okay, das... Den Schrank konnte ich zwar aufmachen, aber ich habe nicht das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Nämlich, dass ich da rauskomme. Gut, kann ich hier offensichtlich auch nicht... Boah, diese Müllhalde hier. Kann er nicht Ordnung machen? Na gut, ist sein Haus, kann er ja machen, was er will. Zumindest sind ein paar Müllsäcke da. Das ist ja auch schon mal besser als gar nichts. Kann ich da vielleicht raus? Nö, okay. Gut, ich verlasse den jetzt. Ja, wir sind ja lange genug herumstrawanzt. So. Aber vielleicht so? Ah, wenn wir seitlich reingehen, dann geht's natürlich. Das ist schon. Wie clever von mir. Ja, ich weiß, dass ich clever bin. Danke. Wassernuggets. Toll. Ah, da liegt auch noch ein bisschen Gold rum. Okay. Golds wollte ich sagen. Nicht Gold. Golds. So, wo sind wir denn jetzt? Oh, ich wollte eigentlich da. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt... Alter, wo sind wir jetzt? Okay, die Weltkarte ist groß. Da komme ich nicht rüber, weil die Brücken nicht unten sind. Was ist da? Ist da vielleicht irgendwo ein kleines Geheimnis? Kein Geheimnis. Ich fahre immer mal wieder die Karte runter, versehentlich. Weiß. Autsch. So, jetzt habe ich hier, Giftpfeil? Sumpfiges Gras. Ja, komm, mach mal Giftpfeil. Ich glaube, dass die... Ja, genau, ist nicht sehr effektiv eigentlich. Ja, komm, ich hau jetzt da einen Eissturm drüber. So, einfach nur, damit ich ein bisschen... Oh, Landluft, wie süß. Was? Ey, nein, 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 nicht, nein, hört auf mich zu... Musste das sein, dass er jetzt Nigel tötet? Hm? Finde ich ja echt nicht okay. So, wir hauen da jetzt einen blutigen Schlag drüber. Was kommt als nächstes? Diese Kröte, achso, die ist eh fast tot, komm. So, machen wir tot. Dann diese Kröte, machen wir tot. So, dann das Ding, ja, das machen wir leider nicht tot, aber ich könnte hier Nigel wieder beleben. So. Aber gut, ich könnte ja relativ viel abziehen. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Nicht sehr effektiv. Frechheit. Das ist alles nicht sehr effektiv. Was für eine Frechheit. Das ist blödes, sumpfige Gras. Schimmelpilz. Moment, Schleichangriff ist der wenigstens. Ich mache jetzt mal Schleichangriff, weil wahrscheinlich ist der auch nicht sehr effektiv, oder? Na toll, natürlich nicht. So. Machtangriff. Ich hau das jetzt. Ja, obwohl, eigentlich müsste ich diesen Pilz... Ich mach den Pilz vorher tot. So. Genau, und jetzt wird das Ding ja hoffentlich dann sterben. So, Gott sei Dank. Das war jetzt fast ein bisschen zu stark, ja. Vor allem, ich brauche immer noch ein bisschen Nahrung. Was haben wir denn da Schönes? Okay, das sieht gut aus. Moment. Einmal den Kristall aktiviert. So, dann einmal mit denen gesprochen. Die Ruinen in der Mitte der quakenden Sümpfe des Mysteriums beherbergen eine Monarchie von Riesenkröten. In letzter Zeit wurden sie mutig und man findet sie nun sogar häufiger außerhalb ihrer üblichen Grenzen. Okay. Die Gefahr hier sind nicht die kleinen Spit-Toads, aber die größeren, bewaffnet mit Speeren und Magie bewandert. So. Gut, das ist die Doom and Destiny-Freudendame. Ja, wir übernachten einmal und damit wir auch gesegnet werden, ne? Ganz wichtig. So. Mutige Jünglinge, seid ihr an etwas Essen interessiert? Ja. Sumpfpastete, okay. 774 Gold. Ich mach. Ja, komm, machen wir es voll, ist egal. So. Sehr gut. Krötensuppe wird immer kalt serviert, weil die Kröten der quakelnden Sümpfe des Mysteriums kälteempfindlich sind. Da sind wir natürlich voll. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht irgendwo was finde. Vor einiger Zeit versuchten sie, die Sumpfwirtschaft anzukurbeln, indem sie ein Theater erbauten. Leider wurde es zu weit im Nordwesten platziert und die Vorstellungen sind grottig. Nur ein Ork könnte diese Art Unterhaltung genießen. Ah ja, okay. Man sagt, nördlich von hier liegt das Haus eines blauhäutigen Eremiten. Ich schätze, es ist eine Halluzination, verursacht von dem Miasma, das in der Region vorkommt. Okay. Ich habe gehört, das X auf dem Boden markiert einen Piratenschatz. Ist das nicht cool?
Habt ihr je von den blauen Trüffeln gehört? Und sagt, sie waren winzige blaue Zwerge, die vor langer Zeit in diesen Sümpfen leben. Einige Abenteurer behaupten zu können, um ihre Feinde zu sehen, wenn es grau, der Feind ist sehr schwach. Wenn es grün, ist in Ordnung, wenn es gelb ist, anspruchsvoll. Es ist rot, ist schwer, lila ist sehr hart. Aber es ist vom Level her, oder was? Das ist so RPG-Level-Code quasi. Oh, ich wollte da gar nicht rein. Hallo Abenteuer, wollte gesegnet werden. Ja, komm. Danke. So. Ich komme hier nur zufällig vorbei. Ich will in den Norden ein entspanntes Wochenende der Welt der Toten und umherwandernden Geister verbringen. Okay. Manche Entdecker erzählen, dass sie zuckerwarte Bäume neben den Ruinen in der Mitte des Sumpfes gesehen haben. Was passiert, wenn man zu viel verrücktes Sumpfgas raucht? So, nein, ich möchte keine legendäre Ausrüstung. Ich habe kein Geld für so ein Zeug, ne? Die Gefahr hier sind nicht die kleinen Spitztoads. Okay, das hat man schon. Ein altes Heilmittel, das riesige Killerunkraut entfernen kann, ist es zu verbrennen oder einzufrieren. Es zu schlagen war nie die Lösung. Ah ja, okay. Schlammstadt erhebt sich in diesen harschen Sümpfen wie ein Leuchtturm der Hoffnung. Ist aber kein toller Ort zum Leben. Auch da gibt es keine bewohnbaren Häuser, nur Geschäfte. So. Ah, ihr seht aus wie jemand, der an ein paar Nuggets interessiert sein könnte. Ich habe ein Dutzend in jeder Primärfarbe. Seid ihr dabei, kostet euch nur 500 Gold für jede Truhe. Ah ja. Nö, ich kann noch nicht so viel Geld ausgeben, wobei das für Leveln wahrscheinlich gut... Ja, komm. Welche brauchen wir, damit wir... Also kann ich jetzt wieder nicht gucken. Ah, ja, nee, komm. Wir merken uns das einfach, dass wir hier leveln können. Also hier Sachen kaufen können. So, das hat jemand anderes gesagt. Schon gesagt. Das haben wir hier in Item-Shop. Ein altes Heilmittel, das riesige Killerunkraut entfernen kann, ist es zufällig. Genau, das hat schon jemand anderes auch gesagt. Ach, und da könnten wir... Oh. Okay, da könnten wir rüber. Ich schwöre, dass ich einen adretten Geschäftsmann immer in der Nähe der Ruine mitten in der Sümpfe gesehen habe. So, alchemistische Reagenzien. Ja gut, da könnten wir... Ich kaufe aber nur 2x60. Ja, ich möchte das nämlich nicht voll, weil dann kann ich nichts mehr mitnehmen, wenn ich was finde. Diese Region wird als die quakenden Sümpfe des Mysteriums bezeichnet. Ich verstehe das Quakende, weil es dort von Kröten nur so wimmelt. Aber wieso Mysterium? Vielleicht ist das das Geheimnis. Ja, wahrscheinlich. Unser Kapitän kam von der Route ab und wir landeten in diesem sumpfigen Loch. Wie das passieren konnte, verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es ein schlechter Kapitän ist. Ach, entschuldige, kannst du vielleicht sagen, wo das Meer ist? Eine ausgehungerte Kröte verschlang meine Seekarte. Was bist du für ein schlechter Pirat? Helden, der Sumpf hat viel Zeug zu bieten. Profitiert davon. Wow, wir haben sogar nicht mal genügend Zeug. Was ist denn jetzt los? Also jetzt ist wirklich, jetzt tut sich die Hölle dann auf, glaube ich. So, okay. So, schnell raus. Gut, dann gucken wir mal da runter. Da ist nix. Oh, habe ich die Karte wieder geöffnet? Ach, das sind ja wirklich Zuckerwattebäume. Wie süß ist das denn? Was ist da unten? Nix. Okay, ein Sumpf. Da könnte ich ein bisschen kochen. Und da ist ein Schalter, okay. So, ich habe gehört, dass ich doch... Moment, was haben wir denn da? Weißer Pilz, sumpfiges Gras müssen wir verbrennen, habe ich gehört. So, Moment, da machen wir einen blutigen Schlag, weil da können wir die Kröte zumindest schon mal ganz töten. Sehr schön. So. Oh nein! Was passiert hier? Oh, das war jetzt nicht gut. So, alchemistisches Feuer, naja, hilft nichts. Ich muss das Ding verbrennen. 48, naja, jetzt ist es blöd, weil jetzt muss ich das Ding einfach angreifen. Boah, das ist... Okay, nee, das stirbt dann, da bin ich ja ewig unterwegs. Toll, ich habe aber nichts zum Verbrennen. Vielleicht müsste ich doch hier was zum Verbrennen ausrüsten. Das ist ja... Naja, gut, Machtangriff geht auch. Schleichangriff, glaube ich, müsste auch halbwegs gehen. Naja, nicht wirklich. Weil das sumpfige Gras ist halt echt nervig. So. Waren wir nicht mal ganz voll vor diesem Kampf? Ah, schön, wir haben ein bisschen gelevelt. Okay. So.
Gut, akzeptieren und hier auch einmal das Grün akzeptieren und passt so. Gut, wir waren mal ganz voll. Moment, jetzt schaue ich wirklich mal hier ganz kurz. Schlaf, magische, magische Raketen, ein zeitloser Klassiker. Ja, komm, dann machen wir statt Schlaf, weil Schlaf nehme ich eh relativ selten her. Oh, oh, es kam ein Teil einer Brücke aus dem Meer. Das ist ja schön. Ah, das ist gut. Okay, keine seltsamen Sumpf-Dinger. So. Kröte Nummer 1 ist kaputt. Ich könnte alchemistisches Feuer auf alle machen oder Eissturm auf alle. Aber ich mache Eissturm auf alle. Gönn dir! Weihnachtszeit! Was? Was? Zwei? Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? 72? Wow. So. Gut, das Vieh können wir töten. Machen wir lieber tot. Ist nämlich, glaube ich, gefährlich. Warum auf Nigel? Das verstehe ich nicht. Achso, weil der Eissturm gemacht hat, ne? Okay, dann verstehe ich es schon. So. Gut, dann heilen wir Nigel vielleicht doch mal ein bisschen, weil wir haben ja jetzt genügend Essen. Stimmt, da muss ich ja sowieso verwenden, weil sonst, ich bekomme ja nach den Kämpfen auch immer ein bisschen Essen. So ist ja nicht. Oh. Zeug und Gold. Ich finde das toll, wenn einfach Gold rumliegt. Ach, ey, schon wieder so viel Viecher. So, Schleichangriff auch auf diese Kröte. Zack. So, alchemistisches Feuer auf alle. Oder magische Raketen auf random. Dann mach mal alchemistisches Feuer auf alle. Nee, ich mach magische Raketen, weil ich muss aufpassen. Ich darf nicht so viel Geschichten verwenden. Ja? Oh, zumindest eine Kröte ist tot geworden. Das freut mich sehr. So. Das Ding schafft man nicht, außer vielleicht mit einem blutigen Schlag. Ah, verdammt, der stirbt. Gerade so, dass er nicht stirbt. Na gut, mach mal trotzdem. So. Die Kröte wird nicht kaputt. Ah, machen wir trotzdem hier. So, stirbt die Kröte? Kommt Giftpfeil vielleicht? Stirbt sie so? Ja, so stirbt sie. Passt. Jetzt sagen wir, es ist irgendwas. So, auf diesen Pilz. So, der andere Pilz sollte ja jetzt hoffentlich auch sterben. Ah, Francis hat auch gelevelt, wunderbar. So. Passt. Schön. Muss ich jemanden... Nö, muss ich nicht wirklich. So. Oh, ich kann aber nicht mehr Essen mitnehmen, somit werde ich doch jemanden heilen. Ich heile einfach. So. Weil ich kann doch nicht Essen hinten lassen, das geht gar nicht, ja. So, Gummibärchen, super. Und ein weiterer Kampf. Oje. So, was ist denn die erste Kröte? Okay, das Vieh kommt als nächstes, aber das schaffen wir dann sowieso nicht. Dann machen wir vielleicht den. Den da vielleicht. Ja, schaffen wir aber auch nicht. Oder werden die mit Schleichangriff vielleicht? Nee, da schaffen wir es auch gerade so nicht. Ah, komm, ist egal. Machen wir Schleifangriff, genau. So. Alchemistisches Feuer, nee. Wir machen hier das, ja gut, das wird ja eh trotzdem nicht hin. Das ist jetzt ein bisschen ein schlechter Kampf, weil ich irgendwie, ich schaff's nicht, dass ich die Viecher vorher töte. Ja. Ganz, ganz schlecht. So, gut, das Vieh vielleicht. Moment, vielleicht mit Blutangriff. Ja, da wird's gleich ganz schlecht. So. Ja, das schaffen wir nicht, aber machen wir trotzdem Ritter-Herausforderung. So. Gut, das Ding ist eigentlich... Ja, das schaffen wir. Wobei es die Frage, ob nicht geschickter wäre. Nee, das schaffen wir nicht. Okay, gut, dann machen wir das eine Ding kaputt. Ach, da kommt ja noch einer dran. Okay, gut. Ja, machen wir so.
Ist okay. Oh, das war sogar effektiv. Sehr schön. So. Den Frosch machen wir tot. Der Frosch. Ach, der ist... Warum ist der... Hä? Warum ist der jetzt... Darf der jetzt nochmal? Ich verstehe nicht. Na egal, machen wir Ritterausforderung, dann stirbt er auch. Sehr schön. Ich dachte, dass der Frosch vor dem anderen Charakter drankommt. So, und jetzt kommen hier die normalen Angriffe. Passt. So, wunderbar. Gut, dann machen wir... Achso, da haben wir eh schon aufgemacht. Aber wie es weitergeht, liebe Leute, sehen wir natürlich, ihr wisst es, in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.